Amen. Ohne die Namen der Verbrecher kann Geschichte nicht geschrieben werden. Ich befreie euch von Gott, Allah, Odin, Rog, Ahura Mazda, ihren Handlangern, den Priestern, Mönchen, Nonnen, Päpsten, Bischöfen, Imams, Predigern, Propheten, dem Übel dieser Einflüsterer, von bösen Geistern und Menschen, gesegnet, wie ihre Kinder ergreift und sie zerschellt am Fels. Der Mond soll sich verfinstern, die Sonne geht auf, doch es bleibt dunkel und alles wird gut. Selbst an den Ufern des Eismeers greift religiöser Wahn um sich, bis in die Schneewüsten flammen die Scheiterhaufen auf. Selbst Verbrennungsepidemien finsterer Asketen im Permafrost. Die Flammen beginnen zu züngeln, ein Vollwärmeschutz hilft auch bei Feuer. Es breitet sich dank schlecht geschützter Gasleitungen rasend aus. Die Flammen werden zunächst nicht als Gefahr, sondern als Teil der Bühnenshow wahrgenommen. Die Panik führt zu einer Blockade des Ausgangs. Brennende Ölfelder in der Arktis. Im 23. Stock verabschiedet sich eine Frau per Video mit Bitten um Vergebung von ihrer Freundin am Holzboden. Im 12. Stock erscheint eine fünfköpfige Familie abwechselnd am Fenster und schöpft nach Luft. Nach und nach kommen sie nicht mehr. Im 7. Stock reiße ich mir die Zunge aus dem Mund. Durch die Wärmedämmung entsteht ein Hohlraum, der im Brandfall wie ein Kamin funktioniert. Unglückliche Gläubige, werdet nicht irre durch das Glück der Ungläubigen. Bald ist ihre Wohnung die Hölle. Mein Gehirn zu Asche verbrannt. Ich ging durchs Feuer. Das Land in Flammen, weil nichts mehr am Strand ertrinkt. Ich werfe einen Blick aus dem Fenster meines Fernsehers. Ein toter Uterus fördert die Kriegsbereitschaft des Neugeborenen. Smokey Bear verheizt Kinder. Ich verschwinde im weißen Wald mit meinem schwarzen Pferd und grüne Bäume sehen mir voll Neid dabei zu. Endlich etwas Herz. Mir wurde gesagt, ich solle die Schleusentore schließen. Glaube ich. Aber diese unendliche Geschichte spielt sich zu ebener Erde ab, wo alle Journalistinnen bereits in ihren Fake News ertrunken sind. Hochachtungsvoll, Adolf Presley. Thank you.